Schlag auf Schlag geht das jetzt. Ich weiß, ich überfordere vielleicht den einen oder anderen mit den Videos, aber es passiert einfach so viel. Also es ändert sich ziemlich schnell wieder zum, in Anführungszeichen, zu dem, wo es den Körper in der Zeit einfach hinzieht. Das geht jetzt alles automatisch. Und da kommt halt die Erkenntnis heraus, dass dieser ganze Weg überhaupt nicht anstrengend sein muss. Obwohl ich das teilweise anstrengend gemacht habe, weil ich halt so ungeduldig teilweise bin. Was aber auch nicht falsch war, sondern einfach mal anders insgesamt. Die Erfahrung war auch ganz gut, aber es muss halt nicht anstrengend sein. Man kann einfach das essen, was man will. Und wenn man halt ein gewisses Ziel im Kopf hat und sich natürlich erinnern möchte, dann kommt das auch irgendwann automatisch. Und ja, wenn die richtige Zeit dafür da ist, kommt auch irgendwann ein Fasten oder ein Saftfasten bei den Leuten. Und wenn man halt absolut im Fluss ist, im Flow ist, dann braucht man sich doch nicht so groß Gedanken drüber machen. Und dann funktioniert es einfach. Und mich zieht es halt, wie gesagt, automatisch, ohne dass es jetzt irgendeine Anstrengung kosten würde, ohne dass es, ja, so im Gegenteil, es macht halt sogar total Spaß. Und es geht halt automatisch in die natürliche Richtung. Und heute am sechsten Tag ist es so. Also wir haben jetzt fast abends. Ich habe nichts gefrühstückt. Ich habe nichts zu Mittag gegessen und immer noch keinen Hunger. Allein dadurch, dass ich heute keine Stärke gegessen habe, ist schon richtig krass. Obwohl ich das bei Kartoffeln auch hatte, dass da nicht viel Hunger erzeugt wird, weil das einfach nicht so säurebildend ist. Und in erster Linie ist jetzt meine Erkenntnis auch daraus, zumindest, also es ist relativ individuell, aber ich denke mal, dass das teilweise schon übertragbar ist, dass allgemein das Säurebildende auch in der veganen Ernährung sehr, sehr viele säurebildende Sachen auch noch enthalten sind. Zum Beispiel nahezu alle Getreide. Aber mit dem basischen Getreide Hirse habe ich fast genauso negative Erfahrungen gemacht. Und das bei den ganzen Getreide ist halt so ist, und durch das Säurebildende allgemein, dass der Körper dadurch halt übersäuert ist die ganze Zeit und dann nach Mineralstoffen sucht und dadurch der krasse Hunger auch erzeugt wird. Das ist so dieser, ja, es gibt eigentlich verschiedene Arten von Hunger. Es gibt auch noch den Hunger, weil die Parasiten halt Dinge auffressen und, dann, und die haben halt einen Stoffwechsel, dadurch scheiden die auch Toxine wieder aus und die Toxine verursachen auch wieder Hunger deswegen, weil der Körper halt immer das Bestreben hat, den geringstmöglichen Widerstand zu gehen. Und diese Toxine sind anstrengend, und wenn man halt was Neues isst und sich reinschaufelt, dann wird das für eine kurze Zeit halt abgepuffert, aber das ist auf lange Frist ist das halt ein Teufelskreis. Und ja, das merke ich bei basischen Lebensmitteln gar nicht jetzt. Und deswegen habe ich jetzt auch keine Probleme und überhaupt keinen Hunger und trotzdem noch genauso viel Energie, allein da ich sogar, obwohl ich halt eine ganze Dose Erdnüsse gegessen habe und auch noch sehr viele Sonnenblumenkerne in diesem Weißkohlbrot. Und sonst halt noch Gemüse. Deswegen manchmal ist, wenn man halt mit dem Fett klarkommt, an manchen Tagen ist das halt wirklich sinnvoll und es erzeugt halt keinen neuen Hunger. Manchmal kann halt auch Stärke in Form von Kartoffeln sinnvoll sein, aber ansonsten besser gebackenes oder gedünstetes stärkefreies Gemüse. Auch Karotten sind dann sicherlich sehr sinnvoll, haben wir halt auch einen Zuckeranteil, Kohlenhydratanteil. Topinambur ist da sicher auch gut, Pastinake und das ganze Wurzelgemüse und natürlich besonders auch das dunkelgrüne Blattgemüse. Der grüne Smoothie von gestern hatte auch seine Arbeit ordentlich beigetragen, dadurch, dass ich halt nicht nur das Säurebildende weggelassen habe, größtenteils, sondern auch sehr viel Mineralreiches hinzugefügt habe. Und ich schätze mal, ohne, ganz ohne Rohkost wird es nicht funktionieren, ganz ohne rohes Gemüse auch nicht, weil gedünstetes Gemüse und auch Kartoffeln immer noch säurebildend sind, obwohl die fast überall als basisch angepriesen werden, die sind aber dennoch leicht säurebildend, aber das ist eigentlich zu vernachlässigen. Für die allermeisten Leute. Und die allermeisten Leute werden sich ja entweder in einer Übergangszeit befinden oder noch darunter sogar. Und ja, das finde ich sehr genial. Also Kartoffeln und gedünstetes Gemüse, kein Säurebildner. Ich werde auf jeden Fall nochmal irgendwann Buchweizen ausprobieren, aber dann getoastet oder geröstet irgendwie, weil Buchweizen, ich finde, ist sehr, sehr krass schleimbildend. Also eigentlich so das Krasseste, was ich an veganen Produkten kenne, zusammen mit Reis. Ja.
Beim Buchweizen ist ja auch ein Pseudogetreide. Könnte man sogar als Gemüse bezeichnen, hat aber, glaube ich, auch noch etliche Antinährstoffe, die in meiner Kartoffel nicht enthalten sind. Aber ich finde es mal interessant, das auch auszuprobieren. Dann werde ich mal in Rossmann gehen und dann den Buchweizenbrot einfach holen und mir dann ein, zwei Scheiben toasten. Aber generell habe ich kein Bedürfnis so nach gekochten Sachen, aber ich habe auch kein Problem damit, gedünstetes oder gebackenes Gemüse momentan weiterhin einzubauen. Wie gesagt, das ist einfach fließen. Denk mal, heute als erstes werde ich meinen Karottensaft machen. Der hält, das weiß ich auch von der Vergangenheit, dass er sehr, sehr gut sättigt und sehr, sehr lange satt hält. Und auch halt extrem mineralreich ist. Also es ist eigentlich so neben dunkelgrünem Blattgemüse das beste Lebensmittel, was ich mir vorstellen kann, wenn man sich noch in der Reinigung befindet, was eigentlich auf alle Leute zutrifft. Also täglicher Karottensaft ist wirklich ein Wundermittel per excellence, kann ich wirklich nur krass empfehlen. Und halt dunkelgrünes Blattgemüse, allgemein gedünstetes Gemüse, Kartoffeln, stärkefreies Gemüse und natürlich Obst. Inklusive Trockenobst und so weiter, auch gebackenes Obst. Das kann ich alles empfehlen. Und halt ab und zu kann man dann halt auch was essen, was säurebildend ist. Das macht dem Körper dann nicht mehr so viel aus insgesamt. Nüsse kann ich halt auch ab und zu empfehlen, Avocados, Fettfrüchte. Vielleicht sogar Kokosöl und qualitatives Olivenöl, wenn es nicht erhitzt wird, selten. Also ich kann, im Prinzip kann man sogar selten Salz benutzen, Kräuter benutzen. Das finde ich in der Übergangszeit alles sehr, sehr redlich oder wie, was für ein Wort man da jetzt nehmen möchte. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant und sehr genial, diese Erfahrung mit den säurebildenden Sachen. Deswegen auch nichts mehr mit pasteurisierten Säften und so weiter. Obwohl, es geht eigentlich, weil das Gemüse ist ja auch gedünstet, damit erhitzt und damit auch wieder leicht säurebildend. Aber das hält man alles locker, locker aus und merkt da eigentlich trotzdem fast keinen Hunger am nächsten Tag. Die Kartoffeln wäre ich dennoch sparsam, aber geht auf jeden Fall. Richtig krasser Unterschied. Also richtig, richtig krass. So Getreide und allgemein, wenn man zu wenig grünes Blattgemüse und weiter zu wichtig, zu wenig basenbildendes, also eine vegane, basenbildende Ernährung finde ich so das allerkrasseste und allerwichtigste, was ich nur sehr empfehlen kann und sehr weiterbringen möchte. In Rohkost finde ich da die ersten paar Jahre zumindest noch überhaupt nicht nötig und das wird einen also automatisch mehr in diese Richtung ziehen. Und solange man in Rohkost allgemein nahezu jeden Tag oder fast oder halt jeden Tag integriert hat und kannst du auch kombinieren gekocht mit Rohkost, dann finde ich ja schon sehr genial. Besonders Karottensaft, wie gesagt, glaube ich, wiederhole mich 100 Milliarden Mal. Ist das was dazu sagen? Das Thema heute werde ich Karottensaft machen, das werde ich gleich noch einkaufen und dann werde ich mir wahrscheinlich halt, weil ich trotzdem Bock habe, noch aufgekochtes, weil halt trotzdem noch diese, sag ich mal, Sucht da ist, wo ich aber halt nichts gegen habe. Weil halt sowieso, wie gesagt, nichts richtig und nichts falsch ist, sondern nur eine andere Form, aber mich zieht es halt trotzdem zu dieser Sache hin. Und deswegen ist die für mich persönlich halt auch richtig. Also deswegen werde ich wahrscheinlich noch, oh, ich sehe gerade die Bananen. Also ich werde einen Karottensaft machen und dann als zweite Mahlzeit wahrscheinlich einen Bananensmoothie, einen grünen Smoothie machen. Und 45 oder 30 Minuten danach, wenn ich noch Bock habe, halt wieder so irgendwie gebackenes oder gedünstetes Gemüse oder halt einen rohen Salat, habe ich mir schon einige Rezepte rausgesucht, werde ich heute für einkaufen. Also da gibt es echt krasse Sachen, zum Beispiel ein Hühnchen, also Hähnchen, Curry, Salat, also eigentlich nicht Salat, sondern so eine rohe Reispfanne, Hähnchen, Curry und das ist im Prinzip nur aus Gemüse und Kräutern halt gezaubert. Das kann ich mal kurz vorlesen und so kann man halt immer krass sein Gemüse und seinen Salat reinkriegen, ohne dass man sich halt vorstellt, da ist da so ein Eisbergsalat, ein paar Scheiben Tomaten, Öl und Essig und da muss man sich das reinzwängen. Irgendwie, weil das halt nicht richtig schmeckt. Also, das ist überhaupt nicht der Fall. Das möchte ich auch in Zukunft immer weiter aufzeigen. Also zu dem Curry. Besteht aus drei dicken Tomaten,
ein Zentimeter Stück Ingwer, ein Zentimeter Stück frischer Kurkuma. Also Ingwer Kurkuma passt halt gut zu so einem Curry, dieses indische. Eine Viertel Gemüsezwiebel, drei Datteln zur Süßung, einen halben bis einen Zentimeter Bio-Zitrone mit Schale, also so eine Scheibe, anderthalb Handvoll getrocknete Tomaten oder Tomatenmark, wer keine getrockneten Tomaten hat. Ich würde jetzt auch Tomatenmark nehmen. Fruchtfleisch einer halben Trinkkokosnuss oder alternativ halt eine halbe Avocado einfach. Ein Zentimeter Stück Chili ohne Kerne oder weglassen, wenn man es nicht mag. Eine Stange Sellerie, Paprikapulver, dann das Gewürz, wenn man hat, Garam Masala. 200 Milliliter irgendeine pflanzliche Milch. Ich würde mal eine frische Sesam- oder Mandelmilch machen. Kokosmilch optimal, das wird perfekt passen zu den indischen. Kann man ja auch überall kaufen, so Kokosmilch, aber ich würde einfach eine rohe Mandelmilch machen. Dann ist sozusagen bei mir nur das Tomatenmark nicht roh. Ja, und das ist halt die ganze Soße, die wird wahrscheinlich schon extrem genial schmecken. Und wie man gesehen hat, die besteht halt wirklich nur aus Gemüse und halt diese Mandelmilch ein bisschen. Oder irgendeine Milch, das ist aber wenigstens in flüssiger Form. Ansonsten nur Gemüse und Obst. Das Curry, die Stückchen im Curry besteht aus einer geschnittenen Frühlingszwiebel, also das Grün davon, eine gehackte rohe Karotte, passt natürlich auch immer sehr gut zum indischen Curry, eine gehackte Stange Sellerie, schmeckt auch immer sehr gut im Salat, zwei gehackte Champignons und dazu wahlweise entweder Blumenkohlreis oder Zucchini-Reis. Also einfach in einem Food Processor, also irgendwas, was halt so blendet, so ein bisschen pulsen, damit das so Reis ergibt und den Blumenkohlreis oder Zucchini-Reis angemacht mit Zitrone, Knoblauch und eventuell etwas Salz. Und das ist im Prinzip alles nur Obst und Gemüse. Und das ist doch wohl richtig Hammer. Und so kann man das Leben, denke ich, mal genießen, ohne dass man halt irgendwie nur auf so Salat rumkaut, was irgendwann auch sehr lecker ist, wenn man halt sehr gereinigt ist. Ja, hier gibt es auch noch einen Frischkäse und so weiter. Ja, vielleicht werde ich das noch per Video festhalten. Da ich so momentan halt noch, also die eigene Küche, die ist noch nicht fertig und ich habe halt letztens das letzte Video in der Küche der Eltern gefilmt, aber meine Mutter regt sich einfach zu sehr auf, wenn ich da halt mal einen Topf stehen lasse. Also geht's richtig krass an den Deckel dann immer. Deswegen habe ich da also auch keinen Bock mehr drauf und sie möchte halt sowas nicht, dass ich das weiterhin nutze. Und deswegen werde ich mir halt jetzt eh die ganzen Rohkostrezepte dann machen. Habe ich halt auch kein Problem mit. Schmeckt mindestens genauso gut. Ja, diesen Salat, da brauche ich halt nur einen Mixer für. Was brauche ich dafür sonst noch? Soße, Tomaten, Ingwer. Kann ich alles in den Mixer geben. Und sonst brauche ich nur ein Schneidebrett und ein Messer. Ja, das ist einfach mega ideal. Und halt eine Schüssel. Dann vielleicht noch ein Teller. Das ist richtig krass. Und Kühlschrank braucht man irgendwann auch nicht mehr als Rohkost, also nicht unbedingt. Besonders als Fruitarian-Style. Ja, dafür brauche ich dann noch nicht mal eine Küche. Da mache ich mir halt Rohrezepte. Aber ich denke mal, das werde ich mir entweder machen, oder wenn ich kein Bedürfnis noch habe, dann reicht der Bananensmoothie und der Karottensaft. Ja, und dann werde ich noch ein heute einkaufen gehen und euch zeigen, was ich halt eingekauft habe. Das kann